Diego kann wieder lachen und der VfL Wolfsburg wieder Fußball spielen. Beides ohne Felix Magath. 4 Tore gegen Düsseldorf, 4 schlagkräftige Argumente gegen den Ex-Trainer. Wir haben es gemeinsam verändert. Ich kann aber nur für die Gegenwart sprechen. Wir sind sehr glücklich, selbstbewusst und fühlen uns frei auf dem Platz. Deswegen sind wir glücklich. Ich denke, es bringt nichts mehr, über die Vergangenheit und die Fehler, die wir gemacht haben, zu sprechen. Der erste Sieg nach 7 Partien, ein Wolfsburger Befreiungsschlag. Dass die Mannschaft zuvor gezielt gegen den ungeliebten Meistertrainer gespielt haben soll, wird in der Autostadt dementiert. Aber Felix Magath bekommt nach seinem Rauswurf in der vergangenen Woche sein Fett weg. Liebevoll verpackt in Komplimente für den Interimstrainer Lorenz Günther Köstner. Natürlich ist er ein großartiger Trainer. Er weiß, was er tut. Die Taktik war sehr gut und die Einstellung der Mannschaft auch. Das ist ja auch seine Aufgabe und im nächsten Spiel muss es genauso weitergehen. Man kann die Erleichterung der Wolfsburger Spieler beinahe greifen. Der VfL meldet sich zurück. Ohne Felix Magath. Ein Neuanfang.